Hallo und guten Abend und willkommen zur DAX-Analyse für Dienstag, den 21.09.2021. Wir beginnen mal ein bisschen größer heute mit Lang und Schwarz. Und eine Kerze entspricht einer Stunde, weil heute eine Make-or-Break-Linie gefallen ist. Also, kurz zum Rückblick. Wir hatten ja immer noch auf dem Schirm, beziehungsweise bin ich davon ausgegangen, von der Grundtheorie, dass wir wahrscheinlich hier ein Ending Diagonal haben. Bedeutet, wir hätten hier die 1 gehabt, hier die 2, hier hätten wir die 3 gehabt. Und hier wäre irgendwann die 4 gekommen und dann die 5. Jedoch, dadurch, dass die 2 hier unterschritten worden ist, also bei der 15.000, was ist es ungefähr? 50 circa, ist das tief gefallen. Das heißt, hier kommt keine 4 mehr, das ist keine 4. Es ist irgendwas anderes und die 5 sitzt dann nicht hier oben, zumindest nicht von der Bewegung. Zwar ist immer noch eine Seitentheorie, dass wir hier die 4 hatten und hier die 5, aber von der Größenordnung her, die 4 wäre ziemlich kurz gewesen und die 5 kommt nicht gut hier drüber, wäre sicherlich ein Rohrkrepierer, aber auf den ersten Blick sieht das nicht so aus, deswegen verwerfe ich diese Theorie erstmal, sondern das ist dann eher so eine Notfallzählung, auf die ich überhaupt gar nicht stehe. Wenn im Nachhinein alles schief läuft, kann man sich das schön zählen. Daher erstmal augenscheinlich nicht diese Zählung. Wir hatten aber noch mal eine andere Zählung vor einer ganzen Weile, die ich immer wieder mitgepredigt hatte, weil wir haben ja hier irgendwo die erste Bewegung, die hier oder hier endet oder hier sitzt. Und jetzt haben wir die zweite Bewegung, die sich heute damit rauskristallisiert hat. Und zwar scheint die hier geendet zu sein. Also das ist die 5 an der Stelle. Jetzt haben wir hier eine 1, hier haben wir eine 2. Und jetzt sieht wirklich alles danach aus, dass wir hier eine 3 haben. Und das ist die 4, was wir hier sehen. Also sprich, was hier läuft, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die 4 und gehört nicht mehr zur C oder eben zur 3, sondern ist bereits korrektiv schon seit dem, was haben wir hier unten? Guck gleich nochmal hin, hier machen wir das Kästchen hier. Seit dem 15.06. circa, ne, laufen wir hier korrektiv A. Die B schießt über. Das ist das nächste Spiel. Beziehungsweise, es ist eine überschießende X. Und hier laufen wir gerade in der nächsten Bewegung. So, damit sieht eigentlich einiges danach aus, dass wir, hier ist ja auch eine Korrektur, sowas hier oben bekommen könnten. Ne, längentechnisch passt das auch schon fast wieder ungefähr. Kann auch länger laufen und so weiter und so fort. Aber zur Einordnung, das ist eine 4, bedeutet, mit hoher Wahrscheinlichkeit bekommen wir hier oben raus eine 5. So, und jetzt müssen wir mal nach Kanälen gucken. Wenn hier die 1 war, das Ganze mit der 3 verbinden. Haben wir hier irgendwo eine Ziegel. Geschichte für den Kanal. Also meistens läuft sowas in Kanälen ab. Kann das Ganze auch nochmal genauer, also besser einordnen dann. Für die Feineinstellung könnten hier irgendwo die Ziele sitzen. Und da sind genannte Ziele derzeit irgendwo 14.127. Das Ganze mal als Retracement gegenchecken. So. Und hier bilden sich auch die Retracement-Kombination 14.110. Ich sage, wir brauchen noch ein zusätzliches Retracement, die 23,6. Die liegt wieder bei unserer viel genannten 14.800 in der Richtung, also 14.760 eigentlich genauer gesagt.
Das heißt, wir haben hier die Unterstützungen da zur ehemaligen 4, die ich immer wieder runterbete. Und ganz wichtig derzeit, dieser Bereich bei 14.071, 14.100 in der Richtung. Da liegen Ziele für unsere Unterstützung und ganz wichtig natürlich die Trendlinie hier. So, dann gibt es noch eine andere Trendlinie, die hier vor kurzem gefallen ist. An der Stelle hier. Ne? Das sind auch die Rücksetzer, die ihr hier setzt. Und danach geht es eben steil bergab. So, wir haben einige neue Erkenntnisse gewonnen heute auf jeden Fall. Wir schauen nochmal in den M5 rein, wie sich das entwickeln kann, weil wir hier, das ist ja korrektiv die ganze Geschichte. Das ist das, was ich gestern Abend auch gesagt habe. Wir haben hier nur ein ABC. Klar gibt es die Gegentheorie, dass wir hier jetzt die 4 hatten und hier nochmal ein ABC nach oben abschließen, aber eben nicht sauber. Und daher spricht hier einiges dafür, dass wir hier irgendwo die A hatten. Hier sitzt die B und hier läuft irgendwo in der Hinsicht gesehen, also sprich entweder hier die B oder da, die C. Irgendwo sowas hier. Wir haben hier diese ganz wichtige Unterstützung gehabt, die er heute gebrochen hat. Und an der könnte der sich morgen oder im Laufe der nächsten Tage nochmal nach unten abstützen. Weil das eines der wichtigsten, ja, nach oben gerichteten Kanäle gewesen ist hier. Die wir gestern auch nochmal drauf hatten. Denn wir haben ja drauf spekuliert, okay, das könnte eine Wolfewelle sein hier. Aber für die Wolfewelle ist es wichtig. Das ist das, was ich gestern auch nochmal gesagt habe. Wenn der hier runter oder durchkommt, dann muss er sauber hier wieder reinkommen. Das war so kurz hier. Das war ein Bruchteil von Minuten, dass der wieder hier drunter geblieben ist. Also man konnte das sicherlich versuchen, aber man darf, wie man sieht, so einen Ausbruch nicht lange laufen lassen. Weil wenn ein Markt durch so einen Kanal nach unten bricht, also der erstmal korrektiv aussieht auf den ersten Blick, aber er kommt hier unten raus und hält sich hier, dann wird er eben extrem schnell und er bremst dann nicht mehr, weil er alles dann durchschlägt und er schlägt eben auch nach diesen nach oben gerichteten Kanal und er hält sich eigentlich gar nicht groß auf. Nur kurze Gegenbewegung. Gucken, ob wir in einen Minuten-Chart mal reinkommen, ob man den Unterteilung mal sehen. Also man sieht hier auch immer diese Bewegung A, B, C, ne? A, B, C und daran erkennt man, okay, die Richtung ist nach unten gewählt im Moment immer noch. Hier sind kurze Verschnaufpausen mit Diamanten, dass hier Gegenbewegungen kommen, aber es geht auch immer wieder nur A, B, C oben raus. Und dann geht er wieder runter und er geht wieder runter. Und er korrigiert, also das ist ja das, wo ich dann immer wieder staune bei der Härte. Er korrigiert dann eben nach unten. Ne? A, B, C nach oben, A, B, C nach unten. Das sind keine EDTs, das sind laufende Korrekturen hier in der Hinsicht gesehen. So. Wie könnte es weitergehen? Also der Bruch deutet darauf hin, dass wir weiter runterkommen. Darf das Ganze natürlich nicht unterschätzen oder überschätzen, weil er jetzt erstmal ein ganzes Stückchen scharf runtergelaufen ist. Es kann auch sein, dass er eine Weile auch gegenbewegt, weil wir eben in der korrektiven Phase sind. Wir könnten hier einen Kanal bzw. eine Triggerlinie bekommen. Also das gilt auch nach oben, dass sich hier irgendwo die 4 abzeichnet, beziehungsweise das ist ein Teil der
4 ist, um eben nochmal hier unten rauszukommen. Man darf nur nicht so viel erwarten. Wenn das wirklich hier nicht lange korrigiert, sondern übertrieben gesehen, so hier von mir aus und dann kommt er hier unten hin, kann es passieren, dass der nicht weit läuft, bevor er dann hier irgendwo was macht. Auch, dass er stärker gegenläuft. Daher kann man diesen Trigger hier gerne annehmen, sollte nur nicht so viel erwarten bei dem Bruch, dass doch vielleicht irgendwo eine stärkere Gegenbewegung sich erstmal entwickelt hier. So, wer hier Short drin ist, erstmal Gratulation. Ich habe auch noch eine Position gehabt heute, nachdem sie hier durchgebrochen ist. Hab's das noch gar nicht so richtig geglaubt, dass der hier durchkommt. Deswegen habe ich nur diesen Bereich hier dann gehandelt. Sage, okay, gucken das nochmal an. Hatte hier nochmal irgendwo einen Ausbruch. Ein paar Punkte mitgenommen, aber ich beobachte derzeit das Ganze auch ein bisschen ungläubig, was nicht manchmal gar nicht so verkehrt ist, weil wir gerade eben erst den Umschwung hatten, eben zwischen diesen Theorien. Und jetzt gucken wir eben hier an der Stelle, wie sich das hier entwickelt. Und das ist eben interessant, um eben möglicherweise weiter runterzukommen. So, das war's für heute. Etwas umfangreicher, weil wir auch eine Theorie beerdigen konnten. Morgen gibt es das Update wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Handelstag. Und es ist ja schon tiefste Nacht. Eine gute Nacht und wir hören uns eben morgen Abend. Auf Wiederhören.